Moin Moin, nachdem ich im letzten Video dafür gefrontet wurde, dass ich die Tür auflasse, wenn ich auf Klo bin. Warum lässt du deine Tür beim Kacken auf? Bitte erklär mir das. Bro, erstmal, woher willst du wissen, ob ich scheißen war oder nicht? Und zweitens, natürlich lasse ich meine Tür auf, wenn ich auf Klo bin. Oder so ein Luxus lasse ich mir da nicht entgehen. Ich bin doch kein Opfer. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Herzlich willkommen bei meinem neuen Cock-Video. Heute gibt's... Wow, chill, Max. Es ist noch nicht die Zeit dafür. Obwohl wir gerade so bei Kochen sind, gönnt euch mal das hier. Der Verrückte spielt einfach ein bisschen mit einer Krabbe. Der hat auch gedacht, die Krabbe ist dumm und er kann sie trollen. Die Krabbe hatte genug von der Scheiße und hat ihm direkt erstmal eine Respektschelle gegeben. Und glaubt mir, diese Scheren tun weh. Heb die Schere, heb die Schere. Ach ja, die wurde als Rache leider 10 Minuten später ins kochende Wasser geworfen. Rest in peace. Lil Bro hat den falschen Spruch verwendet. Was hab ich mir hier gerade angeschaut? So unbefriedigend wirklich. Du hast maximal reingekackt. Wie zum F*** konnte das passieren? Als begnadeter Cornflakes zum Frühstückesser bricht mein Herz hier gerade. Das tut einfach weh beim Anschauen. Löscht das Video sofort. Einer meiner Homies hatte heute seinen ersten Arbeitstag bei der neuen Arbeit. Er wird verknechtet in irgendeiner Pizzeria und wird auch noch unterm Mindestlohn bezahlt. Und naja, damit er aufrankt und mehr Geld bekommt, muss er sich beweisen. Mal sehen, wie er sich so an seinem ersten Tag geschlagen hat. Mi primera chamba. Okay, ja, die sieht auf dem ersten Eindruck nicht schlecht aus. Und was ist das jetzt? Pizza à la Baumstamm. Nice. Sag einfach zu deinem Chef, dass du neue spicy Beilagen ausprobierst und dass alles zu deinem Plan gehört. Plot Twist, er wurde gekündigt und angezeigt wegen Verstoß gegen das Gesetz im Umgang mit Lebensmitteln. GG's. Falls du jetzt aus dem Knast ausbrechen willst, nimm einfach einen von diesen Silvesterböllern mit. Holy sh**, der ganze Brunnen wurde auseinandergenommen. Wie erklärst du jemandem, wie das passiert ist? Vor allem, das war auch noch so ein kleines Teil. Wie konnte das den gesamten Zementblock auseinanderfetzen? Das sieht einfach so stumpf aus. Feier ich, Mann. Ich find's einfach lustig, wenn so random Dinge passieren. Ja, mein Humor ist halt auch gef**kt. Genau wie sowas. Ey, wie der Hund einfach hochflippt, so lustig. Ich weiß nicht, wer von euch es mitbekommen hat, aber es ist so ein Video viral gegangen von einer Frau, die im Flugzeug komplett am Ragen ist. Also sie tickt richtig aus, sie schmeißt mit schlimmen Wörtern um sich und alles. Da hat wohl jemand seinen Snickers nicht gegessen, ne? Way, yo, die dürfte mich gerne anschreien. Ich habe keine Ahnung, was der Grund hier ist, aber wahrscheinlich irgendein klassisches 2023 Drama, wie dass sie kein WLAN im Flugzeug hatte oder so. Okay, sie beleidigt mal ganz kurz jeden, der dort im Gang sitzt. Shut the fuck up. Film me, I'm Instagram famous. Ja, und dieser Satz wurde ihr Untergang. Denn die Leute haben direkt herausgefunden, wer sie ist. Und zwar Morgan Osman. Und wirklich nur ein paar Stunden später, nachdem das Ding viral gegangen ist, haben sie auch ihr Instagram entdeckt, wo sie ja laut eigenen Aussagen I'm Instagram famous ist. Und naja, sie war Instagram famous. Denn mittlerweile hat sich das Internet auf den Account gestoßen und er ist weg. Gesperrt, gelöscht, vernichtet, einfach dem Erdboden gleichgemacht. Das ist jetzt echt hardcore peinlich, nachdem sie so dicke Eier gezeigt hat und solche Aussagen droppt. Film me, I'm Instagram famous. Reingeschissen, würde ich sagen. Einfach gesamtes Leben und Karriere zerstört mit nur einem TikTok. Applaus für das peinlichste L der Woche. Wow.
dieser unglaubliche kreative Typ kam auf die Idee, einfach im Zug darauf zu achten, was die anderen Menschen so für Musik hören. Junge, was hört die? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Okay, wir sehen hier eine mittelalte Frau, ich würde mal so sagen, zwischen 40 und 50 Jahre alt. Was könnte sie wohl hören? Bestimmt jetzt nichts allzu Verrücktes, oder? Sie machen die Krokodile fertig, noch ist das ein Traum, aber er wird wahr irgendwann. Bro, what the f***, was ist das denn? Fleischfresser von Fanny van Dannen? Hä? Schilddrüsenunterfunktion ist auch wild. Was für ein Ding? Ach so, das ist ein anderer Song auf seinem Album. Schilddrüsenunterfunktion, Schilddrüsenunterfunktion. Schilddrüsenunterfunktion, Schilddrüsenunterfunktion. Ja, Mann, voll der Banger. Ich werde mir das in meine Sex-Playlist packen, genau neben solchen Bangern hier. Oh yeah, so sieht's aus. Bruh, was versucht sie da? Original meine Reaktion gerade so. Eins zu eins. Ich weiß zwar, dass sie ein kleines Kind ist und natürlich nichts dafür kann und sowas noch nie alleine gelernt hat, aber mich macht das so aggressiv beim Zuschauen. Junge, shit das doch einfach ganz normal rein. I am clean, but at what cost? Yo, what the f*** is this guy doing? Hey, was machst du da? Geh mal weg da, so schnell du noch kannst. Oh, 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 oh my God. Du Vollidiot, was ist dein Problem? Flieg doch weg, Bro. 10 Zentimeter neben dir und du bist schon wieder frei. Los, verpiss dich. Oh, oh, oh my God. Oh my God. No way. Oh my God. Holy sch... Der Arme ist traumatisiert davon. Ich bin ja froh, dass er nicht gestorben ist dabei. Der Arme, wie er dort hockt. Wie so ein Loser, der alleine gelassen wurde ist und jetzt in der Ecke stehen muss. Einmal traurige Musik hinzufügen, bitte. Frag nicht, wie es mir geht. Digga, du glaubst nicht, dieser beschissene Scheiß-Saugroboter, Alter, ist einfach von da oben in mein Essen gekracht, Digga. Ach du heilige Scheiße. Der Saugroboter hatte persönliches Problem mit dir. Das war ein gezielter Angriff auf dich. Was für eine Hurensohn-Scheiße, Alter. Oha, der ist wirklich richtig sauer. Die Scheiße ist ja sogar an die Wände gespritzt. Dicker, wollt ihr mich verarschen, alle, Alter? Wollt ihr mich rollen, Alter? Wirklich? Hä? Er muss einfach die gesamte untere Etage neu streichen. Wo ist das alles hingespritzt, Bro? Das sieht so aus, als wäre Dritter Weltkrieg vorher in deinem Wohnzimmer passiert. Dickes F an den armen Bre. Tag ist gelaufen nach sowas. Ich würde mich direkt wieder ins Bett legen und weiterschlafen. Aber die wichtigste Frage noch am Ende. Wie geht's dir eigentlich? Her, he's probably out cheating. Him? Und nochmal für alle Sprachlegastheniker. Sie, er betrügt mich bestimmt gerade. Er? Das sieht wirklich nach einer Menge Spaß aus. Ich könnte mir vorstellen, wenn man mit Jungs sich ein Bubat zieht, dass man das einfach den gesamten Tag spielt. Also jetzt mal Real Talk, das sieht nach mehr Spaß aus, als was ich so in den letzten 2-3 Wochen erlebt habe. Real Talk. By the way, bin ich jetzt auch auf TikTok am Start. @BennardYG, aka BennardYG, ist mein Benutzername. Das ist mein einziger echter Account. BennardYG. Ihr könnt mich damit jetzt auch immer unter lustigen TikToks markieren, die ihr seht und denkt, dass sie gut in die Videos passen. Kuss an jeden, der mir dort auch folgt. Naja, und Freunde, das war's dann auch mal wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat und ihr der Meinung seid, dass als erstes Cornflakes und dann Milch in die Schüssel kommt, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Peace.